Guten Morgen. Hast du verschlafen? Weil du so rennst. Oh, oh. Angeblich kommt Gilbert Blythe heute wieder in die Schule. Wer? Gilbert! Er hatte den ganzen Sommer auf der Störchenfarm seines Vetters in New Brunswick verbracht. Aber ich habe gehört, dass er gestern Abend zurückgekommen sein soll. Wer ist dieser Gil... Anne, Gilbert Blythe. Er sieht schrecklich gut aus. Aber er macht sich ständig über uns Mädchen lustig. Ihm fällt dauernd irgendetwas ein. Den Namen Gilbert Blythe habe ich neulich an der Schulwand gelesen. Er stand dort zusammen mit Julia Bell und der Aufforderung, auf die beiden zu achten. Meinst du den? Genau, der ist es. Aber ich schwöre dir, dass sich alle irren. Er macht sich aus Julia Bell nicht das Geringste. Viele behaupten sogar, dass er Julias Sommersprossen nur zählen würde, um das Multiplizieren zu lernen. Es ist mir egal, warum er ihre Sommersprossen zählt. Diese Schmiererei an der Schulwand ist ganz und gar unmöglich. Falls es mal jemand wagen sollte, meinen Namen und den eines Jungen an die Schulwand zu schreiben, mache ich Hackfleisch aus ihm. Denn ich finde es geschmacklos und lieblos. Einfach so schlimm, dass mir schlecht wird, wenn ich daran denke. Naja, mich schreibt sowieso niemand an die Schulwand. Worüber regst du dich eigentlich auf? Das Ganze ist nur ein Spaß. Außerdem kannst du es nicht wissen, ob du nicht doch sehr bald dort an der Schulwand stehst. Charlie Sloan ist bis über beide Ohren in dich verknallt. Du glaubst nicht, was Charlie Sloan zu seiner Mutter gesagt hat. Charlie Sloans Mutter hat es dann meiner Mutter gesagt und sie hat es dann mir gesagt. Du wärst das gescheiteste Mädchen der ganzen Schule. Nicht besonders schmeichelhaft. Viel lieber wäre ich das hübscheste Mädchen der ganzen Schule. Außerdem mache ich mir nichts aus Charlie Sloan. Ich kann Jungs mit Glubschaugen nicht ausstehen. Auf eins muss ich dich leider vorbereiten, Anne. Wenn Gilbert erstmal aufgetaucht ist, wird es dir nicht mehr so leicht fallen, die Beste in deiner Gruppe zu sein. Obwohl Gilbert schon 14 Jahre ist, hat man ihn erst in die 4. Klasse eingestuft. Aber das liegt daran, dass er in den letzten beiden Jahren viel Pech hatte. Sein Vater wurde krank und er musste mit ihm nach Alberta. Er war nur ganz selten in der Schule. Mhm. Aber eins kann ich dir sagen, er ist blitzgescheit. Du musst dich schon sehr anstrengen, wenn du besser sein willst als er. Das stört mich nicht. Im Gegenteil. Bis jetzt konnte ich mich doch nur mit Klassenkameraden messen, die viel jünger sind als ich. Das ist auf Dauer ganz schön langweilig und macht überhaupt nicht stolz. Guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen. Halt mal. Fang auf. Guten Morgen, Gilbert. Guten Tag, Samuel. Ab heute gehe ich wieder in die Schule. Hoffentlich kümmerst du dich gut um deinen Vater. Das sagst du immer, aber keine Angst, das mache ich. Oh. Und jetzt pass mal auf. Hab ihn. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Diana. Wie geht's dir? Guten Morgen, Charlie. Guten Morgen. Ich glaube, ich lauf schon mal los. Oh. Hallo, Gilbert. Hey, Gilbert, du wieder da. Du warst aber lange weg. Bitte lass uns gehen. Mhm. Also dann.